Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute schon der dritte Teich, an dem ich bin zum Bloggen. Und heute bin ich am 75.000 Liter Teich von Mauro. Und Mauro darf sich, wie so viele andere, bei denen wir zum Bloggen sind, auch zu den absolut Koi-Verrückten zählen. Seit 17 Jahren im Geschäft als Koi-Liebhaber. Und ich habe dann gefragt, wie hat es angefangen? Dann sagt er, ja, irgendwann ganz klein, auch hier so 5.000 Liter Teich mit ganz vielen Pflanzen, allem drum und dran. Und es hat ihn begeistert, es hat ihm gefallen, die Fische. Und irgendwann war dann aber so, dass die meisten gestorben sind. Er hat noch einen, ich weiß jetzt nicht welchen, der von der Zeit, von vor 17 Jahren, noch übrig geblieben ist. Und die Begeisterung wurde also immer mehr. Dann hat er sich schlussendlich dafür entschieden, er vergrößert den Teich, aber nicht gleich auf die heutige Größe von 75.000 Liter, sondern dann erstmal auf 10.000 Liter. Und die Begeisterung wuchs mit dem größeren Teich noch mehr, sodass er dann vor 6 Jahren gesagt hat, er baut jetzt dieses 70.000, 75.000 Liter Paradies. Und als ich gerade reinkam, habe ich gesagt, wow, echt cool, ein richtig schöner, gepflegter Garten von jemandem, der auch alles selber macht, wie die meisten von Ihnen übrigens auch. Also man darf da nicht glauben, dass die Leute, die da im Block, auch viele der sehr schönen Anlagen, dass sie das alles von irgendwelchen Gärtnern und Gartenbauunternehmen da pflegen und machen und anlegen lassen, sondern hat auch die Anlage, gut, der Teich wurde gebaut, aber die Anlage selber wurde in Eigenleistung erstellt und auch in Eigenleistung gepflegt. So, dann hat er sich vor 6 Jahren entschieden, die jetzige 75.000 Liter Größe bauen zu lassen, hat er auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen, die war aber gelinde gesagt gerade mal für den Arsch, und das muss man wirklich so sagen. Vor 6 Jahren war das Wissen über Koi-Haltung, über Filtertechnik eigentlich schon so weit vorangeschritten, dass eigentlich jeder Teichbauer hätte wissen müssen, dass 2 Bodenabläufe und 1 Skimmer, und der Skimmer ist nicht mal auf die eigentliche Filteranlage angeschlossen, dass das nicht ausreicht. Und so ist es heute, dass wir hinten zwar einen Filter haben, der von der Größe her jetzt mal nicht so schlecht ist, vielleicht ein bisschen zu klein, aber was die Hydraulik angeht, ein Schwerkraftfilter mit 200er Bodenabläufen, das ist einfach Quatsch, das ist nicht ausreichend. Und so schafft er es jetzt gerade mal, eine Bruttopumpenleistung von 40.000 Liter anzustellen. Er muss ja immer aussuchen, kann ich jetzt einen Wasserfall anstellen oder hinten einen weiteren Zulauf. Und wird zu viel abgezogen, dann fällt einfach der Wasserstand im Biofilter in der Pumpenkammer und dann passt die Hydraulik nicht mehr. Und das ist alles sehr, sehr ärgerlich. Auch mit der Vorfiltration ist er nicht zufrieden. Ist da jetzt auch am Überlegen, wie er in Kürze irgendwann mal das Ganze nachbessern. Und ist natürlich heute richtig verärgert und ist da auch leicht ungehalten, was ich verstehen kann, wenn er über seinen Filter spricht und sagt dann, Mensch, der hätte das wissen müssen, ich habe dem vertraut und er hat mir das dann gebaut. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es einfach schade, wenn man mir jetzt gesagt hätte, das wurde vor 15, 16 Jahren so gebaut, dann hätte ich jetzt wirklich beschwichtigen kommen müssen und sagen, ja, damals hat man noch nicht so gewusst und da war man noch in der Versuchsphase und die ganze Sache hat sich ja erst so langsam entwickelt. Aber vor 5, 6 Jahren, also ich glaube, jeder, der sich mal in der damals schon verfügbaren Koi-Literatur irgendwie ein bisschen zurechtgefunden hätte, hätte da entsprechende Hinweise gefunden, dass es zumindest so nicht geht. Witzig ist der Aushub, und da sind wir wieder bei den Koi-Verrückten. Man kommt hier nirgends rein mit einem Mini-Bagger irgendwie. Und jetzt gab es nur einen Bagger, der stand irgendwo im Ruhrgebiet. Wir sind 100 Kilometer vom Ruhrgebiet weg. Und der war auch nur kurz vor Weihnachten verfügbar, ansonsten war der voll ausgebucht. Nur zu der Zeit konnte ihm der Aushubunternehmer den Bagger zur Verfügung stellen. Der kam dann, und da drüben haben wir eine Hecke, die ist vielleicht 3 Meter hoch, stand hinter der Hecke, hat dann im Prinzip den Aushub bis hierher ungefähr gemacht. Dann hat er einen kleinen Minibagger reingehoben und der Minibagger hat dann ihm in die Schaufel quasi den letzten Aushub gemacht. Also für alle, die glauben, sie können ihren Teich nicht vergrößern, weil man mit schwerem Gerät nicht mehr aufs Grundstück kommt. Es geht mit richtig schwerem Gerät auch außerhalb des Grundstücks. Das nur, falls Sie denken, dass bei Ihnen mehr nicht gehen sollte. Der Teich ist ausgekleidet mit Folie, so wie es aussieht, eine EPDM oder PVC-Folie. Da kennen Sie meine Meinung. Dicht muss es sein, das ist das Wichtigste. Ich sehe zwar ein paar Falten, aber auch da, und ich habe es glaube ich schon oft gesagt, man darf nicht glauben, dass Falten jetzt unbedingt die Fische krank machen, nur weil da ein bisschen ein Dreck drunter sitzt. Also für die Krankheitsentstehung braucht es ein bisschen mehr als die ein oder andere Schmotterecke im Teich. Und man sieht, er hat auch durchweg, Sie werden es gleich sehen, die Fische sind gesund, die sind gut drauf. Ich habe gerade gesagt, zum Bloggen werfen Sie mal ein bisschen Futter rein. Dann hat er ein bisschen Futter reingeworfen
Und die Fische sind sofort gekommen, also sie sind richtig gut drauf. Auch das Wasser, ich glaube, von ihrer Perspektive sehen sie es ganz gut. Es hat hier Schaum, also auch den gewünschten Schaum. Das Wasser hat eine sehr hohe Oberfläche. Er hat nicht die wirkliche Tiefenklarheit. Aber wie kann es auch anders sein, wenn der Teich nur alle 3 Stunden einmal über den Filter ausgetauscht wird? Da bleibt natürlich immer erstmal relativ viel von dem Schmutz, was die Koi gerade ins Wasser abgeben oder was an Algen den Wänden abfällt, bleibt natürlich erstmal relativ lange im System, bis es dann schlussendlich im Filter landet. Und auch im Filter muss es dann natürlich erstmal abgebaut werden. So, jetzt hat es auch wieder aufgehört zu regnen. Ich wische mal hier kurz das Objektiv trocken. So, jetzt kommt auch die Sonne gerade raus. Ist doch ein wunderschönes Bild hier. Also ich finde es einen ganz tollen Teich. Das sind so die typischen Gärten, die man nur irgendwann mal weit nördlich von Frankfurt antrifft. Das ist so, ich nenne es immer den norddeutschen Stil. Das kennt man im Süden bei uns so gar nicht. Hat noch einen schönen großen Wasserfall. Das Bankiereideck, auch für Sie als Information, das ist also wirklich gerade glitschig. Richtig glitschig. Und hier sehen Sie seine Fische. Der Skimmer ist da hinten. Und dann ist die Luft so angebracht, das vielleicht auch nochmal. Ich hätte die Luft wahrscheinlich weiter nach rechts gelegt, dass hier, wenn Sie jetzt mal schauen, hier kommt das Wasser, der eine Rücklauf zurück, schiebt hier die Strömung entlang. Und die Luft ist genau so platziert, dass unter dem Ahorn, wo das Kimmer ist, dass die Luft verhindert, das sehen Sie jetzt hier sehr schön, dass die Luft verhindert, dass die Schaumblasen weitergetrieben werden zum Skimmer. Das ist hier quasi wie ein Oberflächenschott. Und wenn die Luft weiter drüben wäre, dann würde sie zum einen die Strömung in die Richtung anstoßen und dann könnte der Schmutz hier schön weg. Und ich bin mir sicher, dass Mauro das dann auch kurzfristig machen wird. Ich weiß nicht, wie tief die Belüftung liegt. Ich habe da jetzt noch nicht drauf geachtet gehabt, aber so wie es aussieht, ragt die Luftsäule sehr weit nach unten. Da werde ich nachher mal Stickstoff messen, witzigerweise, um einfach mal zu schauen, ob es, ich muss mal kurz fragen, wie tief ist der Teich? Da vorne ist er 2,10 Meter und hier 1,40 Meter. 2,10 Meter und die Belüftung liegt auf 2,10 Meter. So, also die Belüftung liegt auf 2,10 Meter. Das ist natürlich jetzt für mich Herausforderung, zu schauen, ob sich da gasmäßig irgendwas Negatives ergibt oder ergeben hat und ob ich da wirklich den Tipp dann auch geben muss, das vielleicht ein bisschen zu ändern. Also wirklich eine schöne Anlage, ein schöner Garten, auch mit vielen Sitzgelegenheiten hier am Teich. Also man kann bei schönem Wetter hier sitzen, durch die Pergola hier kann man bei schlechterem Wetter, kann man hier auch stehen, um seine Fische beim Füttern auch zu beobachten. Die eigentliche Innenhälterung zeigen wir zu einem anderen, in einem anderen Block. Hier ist noch ein kleines, vielleicht 4.000 Liter großes Becken, was als Quarantäne dient. Das ist natürlich auch nützlich, wenn man an zwei Seiten abgeht. Er hat gesagt, ich soll nichts Negatives sagen. Nein, ich soll nicht motzen. Er hat es anders gesagt, ich weiß es nicht. Aber hier muss ich dann doch sagen, es hilft, wenn man schon 3 Seiten hat, wenn man dann die 3. Seite auch noch einen Springschutz mit einem Springschutz versieht. Weil so ist es natürlich dann nur zu 2/3 sichergestellt. Also hier ist Quarantänebecken, um einen Fisch dann auch mal zu isolieren. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Egal was ein Fisch hat, in flacherem Wasser tut er sich einfacher zu regenerieren und vor allem, Sie haben es auch viel einfacher, hier Maßnahmen zu ergreifen, wegen mir denn auch nur das Becken aufzusalzen und dann einfach gezielte Maßnahmen hier durchzuführen, um den Fisch möglichst schnell wieder in die Spur zu bringen. Hier haben wir die, da sieht man, dass ein alter Hase im Koi-Geschäft ist, die Showposter der letzten Jahre von Arsen. Wirklich eine schöne Collage, sieht witzig aus. Und hier ein kleiner Beatfilter. Plus hier ist noch die Biologie drin. Das ist dann für das Quarantänebecken. Und hier schauen Sie mal. Ist das nicht mehr ordentlich? Richtig gut. Und
Also, Sie sehen, bei Mauro handelt es sich um einen richtig Käuferrückten. Und im nächsten Block schauen wir uns mal seine Filtertechnik an und werden darauf eingehen, warum man damit derzeit extrem unzufrieden ist. In diesem Sinne, ich hoffe, Sie hatten Spaß mit dem Block. Falls dem so ist, dann liken Sie ihn. Vielen Dank fürs Zusehen und bis die Tage. Jetzt kommt sogar die Sonne raus. Machen Sie es gut und danke für Ihr Interesse nochmals. Sein größter Koi, 90 cm, der Chagoi. So, vielen Dank nochmal und bis die Tage.